Geh mal einen Kaffee, Martina. Maike, wir waren zusammen auf Klassenfahrt. Experten für Selbstmord, oder? Ja, das sind hochkomplexe Algorithmen. Da sitzen Experten dran. Das weiß ich nicht jetzt. Wie sollen die einen Bock aufs Leben bekommen? Können Sie es mal neu programmieren? Du guckst wie alt zu. Entschuldige, bitte. Wie sollen die einen Bock aufs Leben bekommen? Können Sie es mal neu programmieren? Das sind hochkomplexe Algorithmen. Da sitzen Experten dran. Das sind hochkomplexe Algorithmen, da sitzen Experten dran. Das sind hochkomplexe Algorithmen, da sitzen Experten dran. Wie sollen die einen Bock aufs Leben bekommen? Können Sie es mal neu programmieren? Das sind hochkomplexe Algorithmen. Entschuldigung. Ich muss es aber auch lachen. Krass. Ich muss auch lachen. Das war jetzt anders? Weil die ficken. Ja, nicht nur in Gedanken. Das ist so circa um 11, denke ich. Ach so, wenn der große Zeiger auf circa steht, oder wie kann ich mir das vorstellen? Hä? Ja. Was denn? Fragst du mich nochmal? Ja, natürlich. Danke. Ja. Fuck! Sag mal, wieso war denn da eine Nadel dran? Au. Nein, es geht nicht, es ist zu viel Speichel. Du wirfst es einfach. Ja, wirf, nicht schießen. Macht doch keinen Sinn. Wirf einfach. Bleib drinnen! Bleib drinnen! Okay, ich mag. Ich hab. Der Anziehen. Wir sind dran. Stopp. Du hast mich angesprochen. Warum schreist du? Stopp, warte auf zu trinken. Nochmal. Und? So, jetzt. Und bitte. Ja! Sehr! Aber ich spendiere jedem eins, der auch einen Pimmel hat. Nein. Man sieht aus wie von einem Baby. Man sieht aus wie von einem Baby. Burak Aytaca. 3,7. Er lässt sich entschuldigen. Du bist verhaftet wegen sexy. Meine Nummer ist 110. Fuck. Sind die ab?
Sind die kaputt? Nein. Nee. Komm, die biegst du gerade.